Bin auch wieder bei der Arbeit. Heute ist der Spieß umgekehrt. Ja! Oh, Junge! Kannst du nach Hause fahren? Ja, mit dem Rucksack voll Bier. Wann kommt der Moment, wo wir uns um den Fahrer kümmern? Wo sieht wer? Was? Wer ist wie? Henrik! Henrik! Die sind zu teuer! Die kosten das Dreifache! Und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video. Es geht für uns auf die Hamburger Motorradtage. Wir wollen ein bisschen Spaß haben heute, wie immer auf Messe. Ich dachte, Finn wollte irgendwas sagen. Dachte ich auch. Paar hässliche Motorräder, paar schöne Jungs, viel Bier. Ja, let's go! Zuallererst Getränke kaufen. Ihr wollt jetzt für die Messe einen ganzen Kasten. Aber wir dürfen doch gar keine Flaschen reinnehmen, oder? Wie? Wie Corona. Das Corona ist leer. Och man. Wie viele brauchen wir denn? Naja, bis zur Autobahn den hier und dann noch einen. Okay, und dann müssen wir auf den Rückweg noch denken. Henrik, du musst schnell die Sticker wegbringen zur Post. Ich weiß nicht, ob noch ein Auto kommt. Nö. Okay, es kommt doch ein. Das war's mit den Stickerbestellungen. Will er die nicht mehr mitnehmen? Ich glaube nicht. Es sieht nicht so aus. Oh doch! Yay! Hat funktioniert, sagst du? Er so, eigentlich nicht, musst du den Briefkasten packen. Ich so, oh Mann, er sieht das Bier. Na gut. Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, das ist die Ölwanne, die hier schleift. Ja, du musst da jetzt rauf. Das passt schon. Mit Schwung. Digga, das ist die Ölwanne oder was? Nicht die Ölwanne, das ist die Achse höchstens. Digga, ich weiß nicht, was da gerade aufgesetzt hat auf dem Kannstein, aber dann nehmen wir lieber den Parkplatz da hinten. Ja, du bist doch gerade eben schon darüber gefahren. Jenrik, ich bin da hoch, bis es geknallt hat, da war Ende. Nein, wir nehmen da hinten locker noch einen Meter. Wir nehmen da hinten, das knallt jetzt noch einmal hier hinten auf die Anhängerkupplung. Oh! Da darf man die nur als Einwohner parken. Digga, ich hoffe nicht. Naja, ist ja auch das Problem von Zukunftsfindung und Jenrik. Ja, ist ja auch. Das ist egal, ist billiger als Park. No joke, ohne Witz. Ist billiger als Messeparkplatz da. Ja. Ja, safe, dann ist der Parkplatz da hier perfekt. Wie weit laufen wir jetzt zur Messe? Kilometer. Ja. Okay! Leute, auch bei diesem wunderschönen Wetter, diesem Windbreaker, neu im Shop. Film die Details, ja. Digga, das ist wirklich das geilste Produkt, das wir seit langem rausgebracht haben. Jedes Produkt, was wir rausbringen, ja, ist geil. Aber es ist nochmal anders geil. Hast du mal bitte das Logo hier vorne gefilmt? Das ist einfach ein Fahrzeugscheinoptik. Dann haben wir hier eine Bauchtasche, wo ausgemessen 4 Bier reinpassen. Dann haben wir hier Reißverschlüsse, durchgehend. Ein Innenfell, damit man sich nicht verhakt mit den Sachen. Hier oben noch ein Reißverschluss, Bänder zum Kapuze zuziehen. Rundrum gehendes Bündchen, damit die Scheiße schön dicht ist. Hier unten so Gummibänder, damit man hier unten den Bund schön wieder zumachen kann und so, damit das hier nirgendwo reinzukommen, wie dicht man die Scheiße kriegt. Au. Ah, oh, das war auf mein Ei gerade. Wieso war das dein Ei? Hier, er hat nochmal gezogen. So Leute, von daher richtig geiles Produkt. Checkt es im Shop ab. Erster Link in der Videobeschreibung, genauso wie den Sandhoodie. Was so jetzt ist mal? Unter uns, die Hälfte ist schon ausverkauft, von daher seid schnell, solange der Vorrat reicht. Boom! Jetzt zur Messe! Hau auf die Kamera, ja! Jungs, ich muss dillern. Dillern wie Diller Power Parts. Shish! Ja, schönes Ding. So! So Jungs, 1 Kilometer zum Bus! Fußbus, der fährt nämlich immer. Ja, HP 2023, wer fährt eigentlich zusammen? Wer fährt eigentlich nach Hause? Wir suchen uns gleich jemanden auf der Messe, der unseren T5. That's what she said. Wir suchen uns gleich jemanden auf der Messe, der unser Auto nach Hause fährt. Das Ticket, Ticket, Ticket. Ich komm gleich rein, ich rufe gleich zurück. Piep, piep. Wo ist der Bierstand? Wo ist der Bierstand? Wir sind da. Das ist die falsche Messe, das ist die Bulli-Messe, oder nicht? Das ist die falsche Messe. Das ist die Bulli-Messe, oder nicht? Ja, wo ist denn HMTs, Digga? Ist eine Autofahrerin, oder? Ja. Geteilt. Frag. Moin. Sag mal, bist du auch auf der Bulli-Messe in Hamburg? Heute ist doch noch Camping-Messe. Ja, Mann. Ja, aber. Ist sie hier oder woanders? Also, nee, wo ist die Motorräder? Ja, Digga, wir sind offensichtlich auf der Campingmesse. Ich höre Motorräder, Jungs. Ich höre Motorräder. German Grenzer. Ja. Hat dein E-Mobile keinen 6. Gang, Alter? Bringt die Mut von den Junge, es ist voll rutschig. Der kann Hochstarter. Das ist ein Lacher. Mit der GS.
hier. Wenn der GS sehe ich uns auch noch probieren. Komm. 3. Schöner Pullover. Danke, Hallöchen. Natürlich. Ja, safe. Hallo. Also ich möchte einmal die Rechnung aufstellen. Ne? 18 Euro, 2 Euro Pfand pro Becher sind 12 Euro, sind durch 3 Becher 4 Euro pro Bier. Prost. Der Mathematiker. Boah, schmeckt gut, Alter. Ja? Okay. Dann ist hier in Ordnung. 4 für 0,2 oder was ist das? Als wir auf der Hinterbord waren. Das war räudig. Das hat einfach bitter geschmeckt. Ja. Und dann war es das nicht wert. Aber hier 5 Euro mega geil. Finde ich okay. Kauf mehr Merch. Wieso hast du eigentlich so ein geiles Glas, Digga? Das ist geil, oder? Warum hast du das? Woher hast du den geilen Hoodie? Weil du gerade Kinderbier trinkst. Woher habt ihr den geilen Hoodie? Lauf wieder bei der Arbeit. Dafür stehst du mit deinem Namen. Jungs, ich bin Fahrer. Mehrgleisig. Nein, das kommt nicht rein. Es hat auch jemand mit mir eben nur ein Foto gemacht. Ja, ist das in Ordnung? Mit mir gar nicht, nur die Dame hier. Hallo, nein, stopp! Heute ist der Spieß umgekehrt. Nicht hier rein. Ja! Oh, Junge! Ich mach ein Video. Wir brauchen doch dein Handy, Digga. Ey, ich hab gesperrt, sorry, Digga. Ich weiß nicht, ob das scharf ist. Ja, hier mit. Junge! Ehrenmann! Kannst du nach Hause fahren? Ja, mit dem Rucksack voll Bier. Scheiße, der trinkt auch, ne? Ja, scheiße. Der fährt nicht. Ja, okay, das hat sich dann mit dem Fahren wohl erledigt. Ich muss übel pissen und wird die ganze Zeit von Leuten aufgehalten, um Fotos zu machen. Warte, ich will da durch. Der Traurige. Wir sind bereit. Hatte ich nicht zwei Sachen in der Hand? Ja, die Kamera und das Bier. Nein, jetzt stoßen wir an, du. Hallo. Wir arbeiten gerade. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum und gucken mal ein bisschen Mopeds. Ab wann kommt der Moment, wo wir uns um den Fahrer kümmern? Jetzt Cedric fährt. Yamaha YZ. Die läuft bestimmt, ne? Was sagt ihr? Habt ihr Bock auf ein Projekt? Dann würden wir sowas nochmal kaufen. So ein Ding? Ja, klar. Nein, das sind 450 oder meine, so. Meine war gut, deine war nur scheiße. Ja, guter Punkt. Pegelabfrage. Ich fahr noch. Ich fahr mit der Hand über den Arsch. Ja, oder so. Ja, warte, ich hab den Handy, du mit der Hand. Hallo. Wo ist die? Sieht der Pulli aus? Ich hab dir Mehmet empfohlen. Aber das halt, weil ich weiß, dass du Spaß verstehst. Du musst dir. Bist du nüchtern? Ja. Ich würde heute eigentlich fahren. Schöne, nette Leute, die Wein und ein Weinglas nein, auch noch haben. Nehmen wir das für ihn. Madame möchte das und Wein. Und Wein mit Cola. Nein, das passt Whisky, auch das immer. Nein, das ach so, das ah, perfekt. Unbezahlt ist immer gut. Unbezahlt ist gut. Zweigleisig. Das ist Whisky. Ich habe ja eigentlich gerade die letzte Woche das Lauf. Wir haben vor allem einen Becher. Oh Gott. Wenn es geht, ist das edel. Das ist edel. Lauf, wir kriegen bald eine BMW. Zieh mal die BMW. Wen wollen wir jetzt rauchen gehen? Zieh mal auf. 100 Jahre BMW. Henrik, los. Lauf. Wir gehen rauchen. Okay, ich mach dir alles, wenn du willst. Ja? Komm. Hallo. Ey, halt Moment. Hier, hol mal. Da gibt ein bisschen was daneben. Oh Mann, ich weiß schon, warum ich nicht Papa arbeite. Das ist oh, ja. Hallo. Hier, kannst du noch mal eine neue Sorte holen? Ja, prima. Auf dich. Bewertung 1 bis 10? Boah, der ist eine gute 8,5. Ja, okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, 8,5 bis 9. Das ist schon wirklich gut. Wo ist denn wer? Was? Wer ist wie? Alter, Mädels, können wir bitte ein Foto machen? Schreit. Das mal. Ich möchte den Content. Ich bin eigentlich Kameramann für HWK. Ich wollte einfach keinen Alkohol trinken. Ja. Alex, oh, das Herz sieht aus wie ein Arsch, oder? Ja, das passt doch. Das ist in Ordnung, oder? Das passt, ja. Aber ein Ehrenplatz. Geiler Merch. Ich arbeite gerade. Henrik! Yeah. Die sind zu teuer. Die kosten das Dreifache. Der Kost aus, weil ich mal hoch. Alter, coole Wut! Unangenehm. Ja, wo bleibt mein Angebot? Jenrik. Ah ja. Jetzt haben wir sie. Ja. Ich arbeite gerade. Weißt du, wir arbeiten auch. Wie alt ist sie?
30 oder so? Man fragt mich. Alter, ich klappe so. Wie war die Messe? Weil die war gut und jetzt gehen wir zum Kiosk und gehen was essen mit ein paar Leuten. Aber die sind komisch. Kiosk ein reinsaugen. Du sollst jetzt ein Feedback essen. Zur Messe geben. Ja, Digga, war schon echt geil. Es gab leckeres Bier. Es gab helles, tatsächlich, muss man sagen. Null. Ja, geil auf jeden Fall. Ich hab's geschmeckt, ich schwör's. Ja. Wie war sonst die Messe? Was hast du da so gesehen? Ich bin ehrlich, ne? Ich habe nicht ein Motorrad. Doch! Die Yamaha, die WR, ne? Die YZ. Die hab ich mir angeguckt, ne? Das wäre mal ein Projekt für uns beide, du. Noch jünger als ja, weil du verkackt hast. Das verkackt, ja. Jupp, das war verkackt. Der war unangenehm. Abgehoben, wir trinken nur aus dem Glas. Nur noch aus dem Glas. Lauch, zeig deinen Spoiler. Sind die schnell? Schneller als wenn es auf der Rennstrecke. Oh, eine Ansage. Du warst doch viel los heute. So, jetzt können wir hier alle nochmal. Ja, tschüss und cheers, ne? Zum Glück haben wir Till gerade geschrieben, wir stehen vor dem Gebäude. Ja. Hab ich aber vor einer Viertelstunde geredet. Jungs, ich hatte dieses Jahr noch einfach gar kein Date und ich hoffe einfach drauf, dass ich irgendwann eine junge, blonde Dame, sag mal so U30 meldet bei mir. Alter, ich klapp's hier. Weil man Bock auf ein Date hat, so. Also, ist ja so, ne? Wir sind da ja. Ja, wir reden immer über das Date. Ihr habt schon über das Date. Ja, weil wir hatten ja noch, also wir hatten schon ein Date. Wir hatten schon ein Date. Ich war schon mal bei ihr zu Hause. Ich hab selbst deinen Papa kennengelernt. Zählt das als Date? Oh, okay, aber Eltern kennenlernen? Nein, mein Vater ist bei mir. Ich hab natürlich Sie haben die Eltern kennengelernt. Nein, natürlich habe ich ihren Papa kennengelernt. Mein Vater wohnt in der Wohnung über mir. Natürlich habe ich ihren Papa kennengelernt. Das ist ja ganz logisch, natürlich. Beim Frühstück, so alles zusammen, weißt du? Nein, Spaß. Schön. Auf ganz schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Irgendwie wollen alle nicht mit uns durch die Gegend laufen. Ich verstehe das gar nicht. Also ich habe folgendes Problem. Mir ist mein Weinglas im Mund zerplatzt und ich wollte es mit den Händen halten. Und jetzt sind einfach beide Hände im Arsch. Es ist es einfach. HMTs 2023, abschließend gesagt. Ich hab so Schädel jetzt. Wir haben es jetzt. 21 Uhr 20. Wir haben auch einfach. Ja, Junge, wir haben seit 9 Uhr morgens nichts gegessen. Und man muss dazu sagen, wir sitzen auch um 17 Uhr in der Bar. Aber ja, ist toll, oder? Schreibt in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Kauf diesen Windbreaker. Kauft mehr besaufen. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst ein Kanal-Abonnement da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, aber, hä? Irgendjemanden lustigen müssen wir noch finden. Entschuldigung. Jo. Hast du Bock auf eine Abmoderation im Video? Bei YouTube eine so? Eine Abmoderation? Ja, sag einfach liken, so. Abonnieren und den ganzen Scheiß. Ja, sag einfach sowas. Das war geil. So einen klassischen. Jo, also wenn euch das Video gefallen hat, liked und subscribed, was ihr wollt, hier unten in den Kommentaren. Digga, bist so ein Macher, Alter. Wo ist denn Sünder da? Entschuldigung, hallo. Ich bin Henrik, hi. Du bist auch nicht so bei YouTube vertreten? Nee. Dann echt nicht. Gar kein Döner mehr? Scheiße. Wer hat den letzten Döner genommen? Gar keinen mehr. Gar keinen mehr. Gar kein Döner mehr. Kein Kaltfleisch, nur noch Hähnchen. Also jeder, der Hähnchendöner nimmt, Feierabend. Ey, Bruder, ich nehme immer Hähnchen. Ja, Feierabend. Ich hab meinen Ibuprofen verloren. Was wird? Was ist das? Sieht auch einfach aus wie 12 mit der Cam. Wir gehen das aus. Ey, da gibt's doch Bier. Das ist für